Hi, ihr seid wieder bei Kauskanz und ihr seid bei Angie zu Hause. Jetzt möchte ich jetzt mit euch keinen Sport machen, sondern ich möchte euch wieder eine Geschichte vorlesen. Und zwar wieder eine weitere Spinnkopf-Geschichte. Ihr wisst, ich schreibe ja Kindergeschichten und auch wenn ich noch keinen Verleger habe, hoffe ich natürlich, einen zu bekommen. Tja, bei der letzten Geschichte habe ich ein positives Feedback von euch bekommen. Allerdings ein negatives auf meine Brille. What? Ja, wirklich. Sie haben gesagt, oder ihr habt gesagt, Angie, deine Geschichte ist toll, aber deine Brille? Kannst du da nicht was ändern? Hab ich. Ja, ich kann. Angie kann's nämlich. Tada! Neue Brille. Tja, ich hoffe, gefällt. Mir gefällt sie gut. Kann ich gleich auflassen. Denn ich starte schon gleich mit meiner neuen Spinnkopf-Geschichte. Und die neue Spinnkopf-Geschichte heißt: Der kleine Spinnkopf sucht das Gärtnergold. Heute sind der kleine und der große Spinnkopf im Garten. Es gibt ein Holztor und dahinter sieht man den grünen Rasen. Es blühen überall gelbe Blumen. Gleich neben dem Apfelbaum liegt ein großer Haufen Erde. Was ist mit der Erde, fragt Bing. Da liegt das Gärtnergold drin, sagt Spong. Das Gärtnergold? Fragt Bing mit großen Augen. Ja, der Haufen hier, da ist das Gärtnergold, kommt er vom Spong zurück. Der kleine Spinnkopf schaut den Großvater an und denkt, er wird auch schon ein bisschen wunderlich im Alter. Ach, ich muss mich ausruhen, kleiner Spinn. Die Gartenarbeit strengt mich immer so an. Ich brauche eine kleine Pause. Ich glaube, ich gehe auf die Bank und mache ein kleines Nickerchen. Wie wär's, wenn du mit deinem Ball spielst? Oh ja, gute Idee, Opa Spong. Ich könnte mit meinem Ball spielen. Der Opa setzt sich auf die Bank und schlief auch gleich ein. Dem Spinnkopf Spinn ging nicht das Gärtnergold aus dem Sinn. War wirklich in der Erde dort im Haufen Gold zu finden? Wer weiß, vielleicht hat der Opa doch recht. Gärtnergold, noch nie was von gehört, dachte Spinn. Am besten, ich schaue nach. Der kleine Spinn holte sich einen großen Spaten aus dem Schuppen. Der war so schwer, er konnte ihn fast gar nicht tragen. Er schleppte ihn und hiefte ihn und er begann zu graben und zu graben und zu graben und zu graben. Und auf einmal war ein zweiter Haufen Erde entstanden und der kleine Spinnkopf war genau zwischen den beiden großen Haufen Erde. Er schaute sich um und guckte, aber so sehr er auch wühlte und schaufelte, er konnte kein Gold finden. Es war doch bloß eine erfundene Geschichte von Opa Spong, dachte Spinn. Und gerade in dem Moment wachte der Opa auf und sagte, oh, was ist denn hier passiert? Zwei Haufen Erde? Ja, Opa Spinn, ich habe nach dem Gärtnergold geguckt. Ich habe danach gegraben, aber ich habe nichts gefunden. Ja, siehst du es dann nicht? Es ist direkt vor dir. Ich sehe nur zwei Haufen Erde. Ja, aber du stehst doch direkt davor, sagt der Spong. Ich kann nichts sehen. Ich sehe nur braune Erde. Ja, aber das ist doch das Gärtnergold. Die Erde. Weißt du, Spong, manchmal sind es ja die unscheinbaren Dinge, die wertvoll sind. Und nicht immer die Dinge, die glänzen. Und Erde ist ganz wichtig und besonders wertvoll. Und zwar besonders wertvoll für die Pflanzen und für die Bäume, damit sie wachsen können. Und am besten ist noch, wenn man zu der Erde auch noch Wasser gibt, damit sie gut wachsen können und gedeihen. Na das ist ja toll, sagt das Bing. Und ich dachte, es ist richtiges Gold drin, aber du meinst ja nur die Erde. Ja, Bing. Aber Erde ist wirklich wichtig,
Das solltest du dir merken. Was du nicht alles weißt, Opa Spong. Mit hängendem Kopf ging Xing weiter. Tolle Erkenntnis. Gärtnergold. Er nahm sich seinen Ball und spielte mit rum und auf einmal schoss er gegen das Gartentor und der Ball prallte zurück und was passierte? Oh nein! Der Ball prallte genau an Opa Spong Kopf. Der Opa Spong fiel hin. Plumps. Xing schrie laut auf. Oh nein, Opa Spong! Oh Gott, was ist passiert? Was ist passiert? Aber Opa Spong bewegte sich nicht mehr. Oh nein, oh nein, oh nein, das habe ich nicht gewollt, das habe ich nicht gewollt, stammelte kleine Xing. Und er sprang hin und her und seine Haare funkelten wie verrückt und er wusste gar nicht, was er machen sollte. Opa Spong, Opa Spong! Und er rüttelte an der Jacke und an der Hose und an den Schultern. Aber Opa Spong sagte kein Mucks, kein Mäuschen Mucks. Oh mein Gott, was habe ich gemacht, was habe ich getan? Vom Xing leuchteten jetzt die Haare tiefgrün. Er war so aufgeregt, er wusste gar nicht, was er machen sollte. Bloß dann kam ihm wieder der Sinn. Wasser. Opa Spong hat gesagt Wasser, damit die Pflanzen und Bäume gedeihen. Und was den Pflanzen gut tut, tut auch dem Opa Spong gut. Also holt er Wasser. Er gab es dem Opa Spong zu trinken. Und siehe da. Opa Spong machte die Augen auf und sagte, wo bin ich? Er guckte den Xing an. Wer bist du? Opa Spong, Opa Spong, du machst die Augen auf, wie schön, aber ich bin's doch. Ich bin doch der kleine Xing, ich bin hier dein Enkel. Erkennst du mich nicht? Hä? Warum? Was ist passiert? Oh, mein Kopf tut weh. Ich glaube, ich habe eine Beule. Opa Spong hatte eine richtig fette Beule am Kopf. Oh nein, sagte Xing, das habe ich nicht gewollt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Opa Spong, kannst du mich sehen? Ich bin's doch hier, der kleine Xing. Und ich habe dir den Ball an den Kopf geschossen. Und dabei musste er weinen und die Tränen liefen und die Haare funkelten grün. Und er stand da wie so ein begossener Pudel und er wusste nicht, was er machen sollte. Opa Spong, es tut mir so leid. Und die Tränen laufen und liefen und liefen. Da schüttelte sich der Opa Spong und sagt, was denn hier passiert? Warum sitze ich auf dem Boden? Xing, was ist passiert? Oh, du erkennst mich wieder. Ja, das Wasser hat gewirkt, das Wasser hat gewirkt. Oh, ich bin ja so froh, Opa Spong, dass du wieder richtig denken kannst, dass du wieder da bist, dass du mich erkennst. Er konnte gar nicht so schnell sprechen, wie ihm die Wörter einfach in den Mund kamen. Ich glaube, ich habe eine Beule am Kopf. Aha, der Ball war's. Mhm. Hast du ihn geschossen? Ja, Opa Spong, ich habe ihn geschossen. Und es tut mir auch ganz schrecklich leid und ich werde es auch bestimmt nicht wieder tun. Ich verspreche es dir. Dabei kreuzte er seine Finger. Sagte Opa Spong mit großen Augen und sagte, okay, wenn du das warst, dann versprich mir, dass du das nie wieder tust. Ja, ganz bestimmt, Opa Spong. Und ich will auch gar kein Gold mehr finden und ich will auch gar kein Gärtnergold. Und ich weiß jetzt, dass die Erde ganz wertvoll ist und das Wasser hilft. Na, dann atme mal einmal durch, sagte Spong. Dann haben wir ja beide was gelernt, ne? Ja, Opa Spong, und ich verspreche dir, ich mache es auch nie wieder. Denn ich hab dich ja so lieb. Ach, kleiner Xing, sagte der Spong und nahm dem Spong in den Arm und drückte ihn ganz fest und sagte, ich hab dich ja auch so lieb, kleiner Xing. Aber trotzdem muss man manchmal auf den Opa Spong hören und nicht immer nur Blödsinn machen. Ich versprech's dir. Dabei kreuzte er wieder seine Finger. So endet meine Geschichte von Xing und Spong und dem Gärtnergold. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wäre schön. Und vielleicht hat euch auch sogar meine Brille gefallen. Das wäre natürlich noch schöner. Okay, also schau wieder rein bei Kauskanz und bei Angie. Tschüss.